Hallo Leute, willkommen zu einem paar Punkten Rätsel. Ich habe das ganze Rätsel jetzt offscreen gemacht. Ne? Hier ist auf jeden Fall der Uxes. Ne, ich habe schon 10 Minuten in der Aufnahme aufgenommen. Aber wir waren da immer noch in der Höhle. Ja. Klar, was er da sagt. Selten außerirdischer, ne? Aber hey, hier hat man wenigstens geschissen bekommen, sein Theme abzuspielen. Psycho Boost, ja, das ist seine Spezialattacke. Ich glaube, Stärke 100, Genauigkeit 100 oder so. Oder war das die von Mewtwo? Keine Ahnung. Suchen wir mal Bounce. Das Ding ist, so viel hält das Ding leider nicht aus, ne? So, Sondersensor. Guck mal, der überlebt das auf plus 2. Weil es ist ein Nichts, der besonders sind so von dem Quadjutsu. Ja, okay, das ist sogar gut so. Ich müsste auch noch dringend wieder Meisterbälle kaufen. Welche aber nach dem Uxes machen, sollten wir uns danach Terrakium, Kobalium und Viridium vornehmen. Für die muss man nicht so viel machen. Und man braucht lediglich Kraxler. Bleib bitte drin, die Uxes. Sei bitte so nett. Komm für Karl, für Carbonat, komm, du bist doch der Lieblings-Pokémon. Du Sepp kennen. Er hätte mich selbst auf Level 100 bei Quadjutsu gekillt, weil ich glaube, Quadjutsus, die Verteidigungswerte sind nicht so hoch, glaube ich. Ja, ich denke mir halt immer so Quadjutsu, ja, dem seine Verteidigungswerte sind halt richtig scheiße. Alter, ich kenne hier schon. Come on. Snapkin geht daneben. Hat ja auch nur eine 50er Genauigkeit, ne? Und ich glaube 5 AP. Dafür glaube ich 100er Stärke oder so. Und paralysiert immer. Oder was? 100er Stärke? Ich hoffe mal, dass es mehr ist, weil ja, Bim hat auch eine 100er Stärke, aber auch eine 100er Genauigkeit, ne? Das ging schneller als erwartet tatsächlich. Den Apokon, an alien virus that fell on Earth on a meteor underwent a DNA mutation irgendwas. Ja, okay, das wird Carbonat 2. Ja, ist der Carbonats Lieblings-Pokémon. Ne, Carbonat. Ich Karo und oder so. So, dann werden wir irgendein Pokémon noch Carbonat Z nennen. Dann haben wir die Porygon-Entwicklungsreihe auch durch. Lol. Naja, okay, ich kann Fliegen einsetzen.
Okay, ich hätte mich auch porten können und hätte dann dort direkt Meisterball kaufen können. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, stimmt. Ich sage euch noch, wie ich die Meisterbälle kaufe, dann schneide ich aber. Weil ich könnte auch ganz einfach nach Darkwood Town fliegen. Ja, dort ist das nächste Legi, aber das Ding ist halt, ich muss die Musik noch raussuchen für Terrakium, Kobalt und Viridium. Ich glaube auch, ich werde noch meist Hyperbälle kaufen. Ja. Stimmt, da durch den Self-State habe ich ja nicht mal die einigen Items da. So, was werden wir wegschmeißen? Oder ne, wisst ihr was? Ich schneide jetzt schon und werde Items ablegen und dann Meisterbälle kaufen. Bis gleich. So Leute, erinnert ihr euch noch, als wir hier Kaleo gefangen haben, ne? Nicht zu überraschenderweise, aber ich finde es schon krass, dass es so ist. Sind Terrarium, Kobalt und Viridium nicht so weit weg? Und zwar erst hier. Warte, ich brauche Zertrümmerer. Wie Senior, du bist mal wieder gebraucht. Dummes Stück Scheiße. Das ist mir jetzt gerade zum Glück noch eingefallen. Ja komm, du bist mal wieder gebraucht, Affe. Nach 100 Jahren. Weiß gar nicht, ob Anton auch Zertrümmerer hat, aber. Sagen wir es mal so: Den Surfer brauche ich, glaube ich, nicht. Es ist auch schneller, Trio von hier aus zu kriegen, ne? Jetzt von der anderen Seite der Höhle. Ja, hier ist der Zitronenblock ja auch schon. Affe used Rock Smash. Ich finde den Namen immer noch geil. Schlachtsander hat den auch gefeiert, genauso wie Orkanvieh. What is this? A human in our private chambers? I demand you leave at once. We don't deal with humans, such cruel, was weiß ich. Halt Take care of him, Boss. Don't fret, warte. So. Fünfundsiebzig. Auch als wäre sowieso ein physisch, ne? Dabei echt eine Menge Schaden bei Level 75. Der Takedown ist ein bisschen dumm, weil es nicht sehr effektiv ist. So, nein, ich wollte sowieso nicht rausziehen, Alter. Ich wollte jetzt raus und danach heilen. Kommst du die Stunde Escape eine Runde verschwenden?
Und man trifft, wird jetzt alle nacheinander besiegen, ne? Deswegen will ich meinen Metagross schon fit halten. Obwohl, ich kann mir nicht sagen, dass die Musik nicht geil ist, ne? Schwarz und Weiß hat schon einen geilen Soundtrack. Nicht so wie Sonne und Mond, haha, ja. Muss nicht mal wieder Sonne und Mond bashen, dafür, dass Sonne und Mond ist, ne? So, Viridium, komm. Und die Musik dich nicht motivieren, drin zu bleiben? Aurasphäre. Das wird Schaden machen. Wenn das One-Hit ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe auch so sehen, mein Max Revive abgelegt, ne? Die Box. Weil danach haben wir nur ein Trio, glaube ich schon, das müsste das von Raikou Entei Suicune sein. Weil Ho-Oh Lugia ist nur ein Duo, Latios Latios ist nur ein Duo. Wir haben noch Mewtwo als einzelnes, was haben wir noch? Wir haben Fiona, Kavi, wie man Fiona bekommt. Wen gibt's da noch? Ich setze jetzt den Meisterball ein, tut mir leid, aber das Ding macht selbst auf Level 75 zu viel Schaden. Das hat gerade gelaggt. Legt him to the captured region. Nein, kein Spitzname für Viridium. Ich muss schneiden, Leute, bis gleich. So, machen wir jetzt weiter. Viridian, no! Ha! Hey. He might just be a kid. Und da schon ein Sie-Spieler, aber okay. But he's tough. Don't worry, Cobardium. I'll defeat him. Terrakium. Der zweite der drei legendären des Trios. Ich hab K, wie dieses Trio heißt. Terrakium. Ach komm, Meteor soll ich gar nicht frisch machen. Ich glaube, das überlebt er. Ich trau's ihm zu. Ja. Überlebt er noch in Nicht-Step Earthquake? Ich muss mal versuchen. Ich bin gerade überlegen, was gibt's noch als legendäre Pokémon, die ich noch nicht habe? Mewtwo, Fiona, Arceus, okay, Terrakium, Cobalion, aber die kommen noch. Ho-Oh Lugia, Raikou Entei Suicune. Was gibt's da noch? Das Suicune kommt noch. Raikou Entei. Ho-Oh Lugia.
Hier kommt noch. Ja, ich überlege gerade Gen 2. Ho-Oh-Lugia, Raikou, Day 3 Kuhn. Schon als Mewtwo. Und über den Gen 2. Was gibt's denn noch irgendwas neben Celebi noch, was ich schon habe? Gen 3. Bei Gen 3 bin ich mir wie gesagt nicht sicher. Ne? Ist halt nachschauen, was noch so als Ding gibt. Latios, Latias, stimmt. Ansonsten K. Gen 4. Gen 4 fehlt mir noch Fiona, Arceus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch irgendein Duo oder Trio gibt, das mir noch fehlt. Geht jetzt Meisterball ein, Alter. Gen 4. Gen 4 gibt es auch safe irgend so ein Duo oder so. Terrakion was caught. Charge is strong enough to break through a giant castle wall in one blow. His Pokémon is spoken of in Legends. Den konnte man damals in Schwarz und Weiß in der Siegestraße finden. Was glaube ich so eine Hommage an Labrador sein sollte, den man dort in Rot und Blau auch in der Siegestraße fangen konnte. Viridian, Terrakion. I just have to take. Warum ist das jetzt nicht mal in grün geschrieben? Myself is down myself. Jetzt kommt noch der dritte im Bunde. Ich muss leider die erste Runde mit dem Highlight verschwenden, ne? Naja, eine Hälfte hattest du jetzt nicht mehr, guck mal, aber du bist das letzte Gen 5 Pokémon, das mir noch fehlt. Und schon die drei Pokémon, die mir helfen für Lebensfall, die sind mir schon sehr ans Herz gewachsen. Ich glaube, die werde ich auch noch auf Level 100 bringen. Irgendwann, nach den Legendaries. So, ich habe ihn aus Versehen gekillt. War ohne Scheiß krass, dass Metagross die One-Hitten kann, ne? One- oder Two-Hitten, das ist schon krass, dafür, dass Level 60 ist. Und ich will halt, ich hab halt Angst, dass ich die kille mit meinen 100er-Mon. Scheiße, ich hab Angst, dass der auch Takedown hat, deswegen glaube ich, werde ich eher den Meisterball einsetzen, hier. Da muss ich mir überlegen, was ich noch fangen werde. Kobalion ist auch drin. Ich würde mir noch irgendein Duo raussuchen. So, haben wir alle Gen 5 Legis. I may have gone too far. Oh, keine Sorge. Schneid jetzt noch, such mir irgendein Legi raus. Bis gleich. So, Leute, wir werden uns Mewtwo fangen. Und diesmal wirklich, ne? Jetzt müssen wir auf die Route hier. Da bist du nämlich ein Dragoran. Hä? Ah, jetzt. Das ist ein Dragoran. Are you green? I have a message for you. Please come to New Island as soon as possible. You may take a ferry from Olivine to get there. Please travel to New Island as soon as possible. By the way, ich sag dir, dass noch ein Trio da ist, und zwar Raikou und Suicune. Das Problem mit denen ist anscheinend, dass die verbuggt sind, keine Ahnung, auf jeden Fall war das 2014 der Fall, keine Ahnung, ob die das gefixt haben.
Ich hoffe es mal. Ja, aber scheiße, wenn nicht. So, Riviana City. Eine Keimung, in dem ersten Jahr, den ich gesehen habe, wurde das, mir das nicht angezeigt. Ich habe mir jetzt den anderen angesehen. So, unser Horizon Dive into the fierce water. Water. Mit Water. Erstmal Nase putzen, ne? Warum schneide ich sowas eigentlich nicht raus? Grün jumped into the water. Meine schöne Melodik. Das keine Melodik ist, sondern ein Anton. Wie gesagt, das mit dem Dragoran kommt irgendwie voll random. Das ist hier. I just put it down from above. Would you like to use dive? Ja. New Island. Ich habe, by the way, alle Form-Sklaven dabei. Ich werde Lucario nach vorne machen. Obwohl, ich glaube, ich lasse es Meter groß vorne. Weil an deshalb kommt man irgendwie nie ran. Ich werde versuchen, mal irgendwann mit einem Dingens. Ah, hier. Your wife, the message you received was not from the League, but from me. I know you harmed Mew. Hush, I don't care why you, but you did. I've called you here to show you what you did. Defend yourself as you may, and he prepared for pain. And be prepared for pain. Ja, das ist jetzt so eine kleine Movie-Reference, und zwar, wenn wir jetzt gegen unser eigenes Team kämpfen, deswegen haben wir 3 Formsklaven dabei. Und es wird jetzt mit Metagross gegen Metagross anfangen. Die haben dieselben Stats, dasselbe Level und dasselbe Moveset. Ich weiß gerade nicht, welches gerade Erdbeben eingesetzt hat. Wir. Okay, das heißt aber auch, dass selbst wenn er Erdbeben einsetzt, wird er nicht killen. Meins hat doch nicht Iron Defense. What? Ich dachte, die haben dieselben Movesets auch. Also Iron Defense gehört nicht zu meinem Moveset, kann ich schon mal bestätigen. Ich meine, dass sie dieselben Stats haben, das weiß ich, aber ich dachte, sie haben auch diese und dieselben Level. Ich dachte aber auch, sie haben dasselbe Moveset. Und als ob das jetzt nicht reicht. Ja, Meteor Mesh, das gehört zu meinem Moveset. Das wird aber auch nicht so viel machen. Alter, habe ich jetzt schon 4 Erdbeben verschwendet gegen dieses Metagross. Ich denke, Mewtwo ist ein guter Abschluss. Lucario. Mega Lucario, sorry. Nein, nicht Extreme Speed. Aurasphäre. Bitte mach nicht zu viel. Kill mich nicht. Als ob, Alter! Bis gleich. So, jetzt habe ich Metagross besiegt. Sobald du Karo besiegt hast, habe ich sowieso keine Chance mehr. Aurasphäre. Du kannst mir nicht sagen, dass der jetzt schneller ist als ich. Akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht.
gesagt, das akzeptiere ich nicht. Dass er schneller ist als ich. Akzeptiere das nicht. Sind ja ungefähr gleich schnell, Witz. Gleich. Boah, ne, wisst ihr was? Ich versuch's jetzt so. Ich schicke irgendeinen Formskabe rein, der für mich stirbt. Kann ich's nochmal versuchen. Keine Ahnung, warum ich gerade geschnitten habe. Ist auch egal. Sagt mir nicht, dass er jetzt jedes Mal schneller ist als ich. Als ob der schneller ist! Das glaube ich euch nicht. Nein, ich bin so ein Idiot! Lebe bitte, lebe. Scheiße, dieser Kampf bringt mich noch zu Weißglut. Was soll denn der Scheiß? Ja, der braucht kein Extreme Speed, um meinen Orkanvieh zu besiegen. Sag mal, was soll der Scheiß? Warum ist der jedes Mal schneller als ich? Kann doch nicht wahr sein, wir haben ungefähr denselben Speedwert. Was soll denn der Scheiß? Oh Scheiße, ich schneide und werde absichtlich verlieren, Alter. Bis gleich. So. Sind wir wieder an der Stelle mit Lucario. Diesmal hat Lucario den Fokusgurt. Band oder wie auch immer der Scheiß heißt, Alter. Damit er mit deinem KP überlebt bei der Aurosphäre von dem Ding. Ja, natürlich ist er wieder schneller, Alter. Bitte? Was war denn das gerade für ein Scheiß? Ich hab doch den. So, diesmal starten wir mit Lucario, Alter. Ich hab mich beruhigt, hoffentlich. You arrived. The message. Ja, ich halt die Fresse, Mewtwo. Sag mal, was ist das denn da für ein ekliges Lucario? Diesmal starte ich auch mit Mega Lucario. Ja, das tut halt nur manchmal davor schützen. Nicht immer. Bitte lass diesmal der Fall sein, dass er mit ein. Alter, man kann mir nicht sagen, dass das alles real ist hier. Das ist alles ein Prank. Ja, Pain hast du bei mir schon erreicht. So. Ne, ich will schon mit Mega Lucario beginnen. Scheiße, wisst ihr was, das machen wir im nächsten Part. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Tschüss.